Am Samstag, den 7. November 2009, begann die große Kampagne des Karnevalclubs Stuttgarter Rössle mit dem Ruf Rössle hoch und der Intronisation des 33. Regentschaftspaares Götz I. vom Waldsee und Birgit I. vom Waldsee. Auch der neue Stallknecht John bewies sein karnevalistisches Können und stellte damit seine Knechtschaft unter positivem Aspekt. Im vollbesetzten Saal des SC Stammheim und unter der Führung des Rössle-Präsidenten Andreas Geul erlebten die anwesenden Gäste eine Veranstaltung der Superlative. Der Spielmannszug der Rössle brachte den Saal sofort zum Kochen und alle schunkelten, noch ehe das eigentliche Programm mit Ordensübergabe und Präsentationen der Karnevalisten begann, kräftig mit. Ganz egal, ob nun die Mindigarde, das Tanzmariechen oder die vielen Akteure auftraten, um ihre Künste zu zeigen, das Publikum jubelte und gab minutenlangem Applaus. Ein gelungenes und sehr schönes Fest, eben ein Stuttgarter Rösslesfest. Drum sagen wir, Rössle hoch auf die nächsten 33 Jahre, denn den Stuttgartern Rössle ist keine Hürde zu hoch. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.